Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, Sie, werte Linke, wollen also einen Feiertag in Sachsen für Kinder und Familie schaffen. Das soll der erste Freitag im Juni werden. Was ist denn dann mit den Familien, wo Eltern eine 6 Tage Arbeitswoche haben? Die werden von Ihrem Gesetzentwurf eben kein verlängertes Wochenende haben und das ist damit nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Mehr Zeit mit Familien und Kindern verbringen, die Vereinbarkeit von Beruf und Familien erhöhen, das ist nicht das Ziel Ihres Gesetzentwurfs, sondern auch das übergeordnete Ziel der AfD-Fraktion. Wir als AfD wollen aber keine Symbolpolitik, sondern wir wollen Politik, die heute Probleme löst und unsere sächsischen Familien stärkt. Aktuelle Umfragen zeigen, dass sich Eltern mehr Zeit mit ihren Kindern wünschen, das ist natürlich klar. Aber auch die Kinder wollen mehr Zeit mit ihren Eltern verbringen, vor allen Dingen mit ihren Vätern. Nur ein Drittel der Kinder ist zufrieden mit der zur Verfügung stehenden Zeit mit ihren Vätern. Der Vergleich mit den Müttern zeigt, dass 2 Drittel der Kinder zufrieden sind, aber auch das ist viel zu wenig. Wir müssen Familien mehr Zeit für gemeinsame Zeit ermöglichen. Das kann ich als dreifacher Vater nachvollziehen und bestätigen. Aber wir müssen jedoch die Ursachen bekämpfen und nicht die Symptome, wie Sie mit Ihrem Gesetzentwurf versuchen. Für wen soll denn Ihr Feiertag gelten? Nur für Familien oder für alle? Ihr Gesetz schafft wieder Feiertag für alle. Das kennen wir. Es ist keine wirkliche Entlastung für Kinder und Familien, wie Sie es ja geschrieben haben. Und was Ihnen Familie bedeutet, haben Sie ja bereits in Haushaltsverhandlungen hier im Landtag im Dezember gezeigt. Anstatt unserer Forderung zu folgen und das Landeserziehungsgeld finanziell und attraktiv zu gestalten, wollen Sie es abschaffen. Anstatt Eltern die Zeit mit ihren Kindern zu ermöglichen, wollen Sie die Wahlfreiheit der Eltern beschneiden. Anstatt Eltern zu entlasten, wollen Sie sie so schnell wie möglich wieder an den Arbeitsmarkt bringen. Das zeigt mir Ihr Bild von Familienpolitik. Damit ist Ihr Antrag scheinheilig, weil er die Eltern nicht wirklich entlastet. Familien brauchen nicht einen freien Tag im Jahr, der schnell vergeht, sondern wöchentlich und täglich eine zeitliche und finanzielle Entlastung. In Deutschland gibt es 17,6 Millionen Ehen. Die Hälfte davon ist kinderlos. Das Ehegattensplitting kostete 2016 rund 22 Milliarden Euro. Mit dem Familiensplitting der AfD sollen zukünftig nur Familien mit Kindern Steuerentlastungen erhalten. Damit würden wir 10 Milliarden Euro für unsere Kinder und Familien freimachen. Und mit diesen 10 Milliarden Euro können wir dann wirklich Kinderarmut bekämpfen. Ihr Gesetzentwurf bekämpft aber nur Symptome. Wir als AfD wollen die Ursachen bekämpfen. Wir wollen die sächsischen Familien stärken und lehnen deswegen Ihren Antrag ab. Vielen Dank. Vielen Dank. Das war